sind hier in Amsteg, auf der Strecke von Amsteg auf Göschenen rauf. Wir sind im Platitunnel rein. Und in dem Platitunnel rein machen wir neue Sicherheitsstellen. Das heisst, dass wir für den Automobilist im Notfall den Fluchtweg garantieren können. Die Herausforderung in dem Platitunnel ist immer die Logistik, dass die funktioniert, dass wir das Material zu- und wegbringen können. Und für uns Bauarbeiter vor allem ist es wichtig, dass die Sicherheit immer funktioniert. Das ist für uns das oberste Gebot. Wir wollen alle Zauber wieder können sicher heimgehen können, nicht dass wir Unfälle haben auf dieser Baustelle. Erzähl doch mal noch etwas von der gesamten Baustelle, was da so abgeht und was da gemacht wird auf dieser Strecke. Also in dieser gesamten Baustelle Amsteg bis Göschenen haben wir Vorarbeiten gemacht. In diesen Vorarbeiten haben wir für die Naturgefahren können zu erhöhen, neue Schutzdämme bauen, wir haben Steinschlagschutznetz realisiert und wir haben auch Mittenüberfahrten gebaut, dass wir für die Hauptarbeiten, die wir jetzt ausführen, kürzere Bauabschnitte können realisieren. Von der Zeit her, wir bauen jetzt im 2022 Fahrtrichtung Süd, also Ende von dem Jahr müssen wir ein Gotthardportal vorgesehen.